Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir die Demo zu Kung Fu Kickball. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir mal Kung Fu Kickball. Ja, Kung Fu Kickball, was ist das? Ist offenbar so eine Art Fußball 1 gegen 1 Spiel, nur dass man halt Kung Fu Moves dabei macht, statt hier wirklich zu schießen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das Spiel jetzt abläuft. Nur ein lokaler Spieler. Die Demo, die hat momentan nur Lokalmodus. Die Vollversion hätte auch einen Online-Modus. Ich bin mal das rote Team. Ist der betrunken? Das bin ich. Der ist wirklich betrunken. Das Tutorial habe ich schon mal angespielt. Ich habe mein erstes Match. Da oben ist der Ball. Und da müssen wir die reinkicken. Einmal verbeugen und... Go! Hojo! Kann ich eigentlich auch ihn schlagen? Ich kann auch ihn schlagen. Ein Match geht auch mal 3 Minuten. Hojo! Wie viele Punkte schaffe ich? Haben wir nicht das Spiel gefunden, wo auch ich mal krass bin? Los, betrunken Heini! Man muss immer diese Glocke treffen. Man kann den Tritt übrigens auch aufladen. Hoju! Niemals! Dich kicke ich weg! Und man kann noch so ein Naruto-Teleport machen. Nein! Dich kick ich. Tor! 3 Punkte! Hey, ein Spiel, wo ich mal gewinne. Zur Abwechslung. Komm her! Zack! Du bist mein Sprungbrett! Nein! Weg damit! Weg mit dir! Tor! Ich bin on fire! Komm, ich will nochmal so ein Instant-Tor. Ich halte mich bereit. Zack! Man kann den Schlag nämlich auch so schön aufladen und dann kriegt der Ball richtig Druck drauf. Das geht auch in der Luft. Boah, habe ich den gerade weggekickt. Tor! Kriege ich von euch bitte einen Daumen hoch, wenn ich einen 10 Punkte schaffe. Ich glaube, ich schaffe die 10 Punkte noch. Wenn der in die CPU schon keinen Bock mehr hat. Man stelle sich vor, ich würde gegen den echten Spieler gerade antreten, der hätte so Rage. Zack! Warum kannst du nicht immer so gut bei mir laufen? Ich halte mich bereit!
Tom Tor, 10 Punkte. Ich glaube, ich kann den Controller beiseite legen. Hier, komm, ich helfe dir mal, einen Punkt zu machen. Hier, bitte. Dann hast du auch mal einen Punkt. Komm. Ey, ich habe echt gut einen Anfang gemacht. Ich habe betrunken gewonnen. Nice. Ich finde, also das Spiel an sich ist jetzt nicht so extrem lustig, aber ich finde es lustig, dass ich die CPU so extrem abgezogen habe. Oh, die Tore sind hier anders. Okay. Ich weiß nicht, wie weit die Kampagne geht. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, komm, mach das Eigentor. So geht natürlich auch. Hoio! Gegen Meister Shining vom Shaolin-Tempel hast du keine Chance. Double Tap. Ich habe einen Double Tap geschafft. Was ist Double Tap? Hoyo! Weg mit dir. Ich bin bereit. Ja! Der Punkt hat ein Eigentor gemacht. Also die CPU kann ja mal überhaupt nichts. Das sollte man echt gegen andere Spieler spielen. Das Dumme ist halt, lokal geht momentan halt schlecht zusammen. Zack. Noch einmal die Frau treten. So gehört sich's beim Kung Fu. Man kann auf den Kopf rumbouncen, okay. Erstmal der Form nochmal ins Gesicht treten. Noch einmal ins Gesicht treten. Und Punkt. Ich glaube, ich kann den Controller beiseite legen. Ich muss ja fast gar nichts machen. Komm her. Nein. Ich habe mehr Power als du. Anstatt den Ball zu treten, trete ich lieber sie. Und Punkt. Der genaue Termin, wann das Spiel übrigens, also die Vollversion rauskommt, stand bei, dass das noch nicht feststeht. Falls das einer fragen will. Ja, komm. Das Schöne ist, dass man das Teleportieren auch einfach spammen kann. Komm, noch ein Punkt. Ich lege mal den Controller beiseite, ne? Ich brauch nichts mehr machen. Du schaffst das, ich glaube an dich. Nur wenn ich absolut gar nichts mache, schafft der Bot tatsächlich mal einen Punkt.
Das Dumme ist, falls ihr jetzt sagen wollt, ist auf Learning, ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht hochschalten, habe ich gerade eben schon einmal versucht. Wollen wir sagen, wir machen noch einen Match und dann war es das auch schon wieder? Ich weiß halt nicht, wie lang der Arcade-Mode geht. Oh, guck mal, wir kämpfen gegen uns selbst. Diesmal ist die Glocke recht hoch. Also diesmal muss ich ihn wirklich hochschlagen. Gegen meinen Drunk Fu kommst du nicht an! Hoju! Da oben kann man hängen bleiben. Und ja, ich weiß, jetzt käme die Frage, und was war im Spiel? Komm! Das Ding da oben ist nervig. Nein. Weg damit. Komm. Ja, Punkt. Diesmal war der Punkt schwerer zu holen. Diese Steine machen das halt schwer. Und dass das Ding so hoch liegt. Und zack. Oh. Der hat auch das Drunk Fu studiert. Er muss ein Meister des Drunk Fus sein. Ich sag Drunk Fu, weil wir halt betrunken sind. Und Punkt Nummer 2. Hab damit schon gewonnen. Kann man diese Steine auch kaputt machen? Ja, schlag den da hoch. Hab ich nichts gegen. Oh nein, warum helfe ich ihm? Weg damit! Hojo! Hojo! Und Punkt Nummer 3. Hab damit schon gewonnen. Weil auf der Map ist echt schwer mit dem Punkt zu holen. Selbst wenn er mal nicht in der Nähe gammelt. Du bleibst dort. Ey, man kann auch so leicht das einfach verhindern. Ich bin noch gar nicht wirklich dazu gekommen, den Ball aufzuladen. Nö, da kommst du nicht dran. Okay, er hat einen Punkt geschafft. Aber ich kann den Controller wieder beiseite legen. In der kurzen Zeit, den da hochzukriegen, ist unmöglich. So, war es das jetzt mit der Kampagne oder kommt dann auch tatsächlich was? Oh, letztes Match. Na gut, wenn ein letztes Match ist, dann können wir das ja auch noch eben machen. Dann haben wir wenigstens den ganzen Arcade-Modus auch gesehen. Da unten ist Lava. Kann man daran sterben? 3, 2, 1. Und Victory! 3 Sekunden! Das wird schon wieder so ein Insta-Win. Hojo! Ich habe ihn ausgenockt.
Du kriegst diesen Ball nicht. Gegen das Drunk Fu hast du keine Chance. Oh, er hat einen Punkt. So, jetzt ganz schnell. Punkt! Scheiße, verweht! Weg damit! Nein! Der hat ihn abgewehrt! Nein! 2-2! Der ist gut, der Bot! Nein! Das erste Mal, dass der Bot in Führung liegt! Ich habe mal ein Tor gemacht. Komm. Ja, ich glaube, das letzte Match verliere ich. Außer ich hole jetzt nochmal den Meister raus. Ich weiß nicht, dass sein Lava-Fu ist besser als mein Drunk-Fu. Komm! Nee, habe ich verloren. Das schaffe ich in der Zeit nicht mehr. Aber schön zu wissen, dass die nicht komplett alle einfach nur irgendwelche Luschen sind, die da rumrennen. Also es gibt auch welche, die können was. Aber ich will wenigstens noch einen Punkt. Ja. Wenigstens das noch. Aber noch einen schaffe ich nicht. Nie im Leben. Sag ich doch. Diesmal das blaue Team gewonnen. Nee, wir brauchen jetzt nicht ein Rematch machen. Ja, Leute. Das war's auch wieder mit Kung Fu Kickball. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.